Stadler, Grippo Rosenheim. Ah ja. Mein Kollege, der Herr Hansen. Tag. Ja, Herr Kempe, Sie haben den Toten gefunden. Ja, ja, das war schrecklich. Nicht mal ausgerechnet mit meinem Wagen. Ja. Den wollte ich ja um kurz vor 10 abholen. Und im Hof war niemand, deswegen bin ich in die Werkstatt rein. Und da lag er dann. Ja. Wichtig, haben Sie sonst noch jemanden gesehen? Das fand ich eben auch merkwürdig. Normalerweise ist ja der Herr Zachinger hier, ja, und irgendein ein Geselle, ja. Aber heute war das komplett, wie sagt man, ausgestorben. Ausgestorben, ja. Zachinger, ist das der Partner von Herrn Altmann? Mhm, ja, ja, ganz genau. Und Sie sind öfter da? Ja, also... Wenn man einen hochwertigen Oldtimer wie ich besitzt, ja, dann braucht der natürlich eine regelmäßige und fachkundige Pflege. Ja. Sie wohnen doch in München. Warum sind Sie dann da in der Werkstatt? Ja, ich habe den Wagen ja hier gekauft. Ja? Und hier wird exzellente Arbeit geleistet. Und der Service hier ist auch nicht zu verachten. Und da kommt natürlich noch dazu, dass ich eine sehr, sehr treue Seele bin. Wann haben Sie Ihren Wagen denn abgegeben? Gestern Nachmittag? Ja. Herr Altmann, Gott hab ihn selig, hat den Wagen auch noch persönlich entgegengenommen. Oh, und dann ja. Ja. Grüß Sie, Frau Stockel. Frau Grasecker. Ich habe Ihnen den Herrn Kempe hochgebracht. Guten Tag, ich sollte mich ja hier melden bei Ihnen. Ja. Grüß Sie, Herr Kempe. Der Herr Hansen, der hat mich schon informiert. Frau Grasecker. Frau Stockel? Ich glaube, wir kommen jetzt alleine zurecht. Ja, natürlich. Ich dachte nur vielleicht... Bis später. Herr Kempe, ich finde es so schön, dass ich Sie mal persönlich kennenlerne. Ich mag Ihre Sendung sehr. Ja, das freut mich. Das bedeutet mir auch wirklich viel. Ja. Servus, Stefan Wagner. Ich sollte mich hier melden. Bitte warten Sie draußen. Die Kollegen kümmern sich drum. Wissen Sie auch, warum ich Ihre Sendung so sehr gerne mag? Nein. Weil Sie mit Ihrer Frau genau das leben, was Sie den Leuten erzählen. Ja, wir teilen einfach gerne unser Glück. Aber eigentlich bin ich ja hier, um meine Fingerabdrücke nehmen zu lassen. Ja, ich bringe Sie gleich in die KTU. Wollen Sie vielleicht ein Glas Wasser? Oh ja, sehr gerne. Ich bräuchte unbedingt eine Abkühlung. Naja, also der Wagen ist natürlich wahnsinnig anfällig und deswegen muss man... Hören Sie, wir haben in Ihrem Wagen jede Menge Fingerabdrücke von Frau Altmann gefunden. Hier. Jetzt geben Sie ja zu, dass Sie eine Affäre mit ihr haben. Nadine war wahnsinnig unglücklich in ihrer Beziehung. Also tief traurig. Ihr Mann hat sich ja quasi nur für Autos interessiert. Ja? Und dann haben wir uns kennengelernt, haben uns sehr viel unterhalten. Und so sind wir uns näher gekommen. Verstehen Sie? Das verstehe ich schon. Was ich aber auch verstehe, ist, dass Sie ein Motiv haben, Tobias Altmann umzubringen. Ein Paartherapeut, der mit einer verheirateten Frau fremdgeht, das kommt doch bei den Zuschauern gar nicht gut an. Wollte Herr Altmann das Ganze öffentlich machen? Nein, so war das nicht. Als ich in die Werkstatt kam, war Herr Altmann tot. Aber ich habe ein Alibi. Zur Tatzeit war ich mit Nadine... Altmann im Ferienhaus.